Aha, hier ist er. Das fällt alles auf dich zurück. Leg dich nicht mit dem Boomerang an. Okay. Mal sehen. Hier geht entlang. Und hier ist er. Oh, und da war's. Da war's um ihn geschehen. Also, willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2. Ich werde hier noch schnell alle Buhus suchen gehen, alle Juwelen. Mal sehen, ob ich sie finden werde. Hey, warte mal. Das ist gar nicht fair. Warte mal. Wo bist du? Hast du das überlebt, mein Lieber? Muss so sein. Wo bist du bloß hin? Hier. 7 hat er noch. Ja, dann reichen 2. Jawohl. Zum Glück ist er nicht in der Decke hängen geblieben, stecken geblieben. Und rein mit dir. Oh yeah. Frage ich mich, wie ich den damals übersehen konnte. Ja, ich meine... das war so ein leerer Platz und ich konnte ihn einfach übersehen. Na gut, der Professor ruft an und ich werde mit ihm ein bisschen plaudern gehen. Und ihr seht mich dann gleich wieder beim nächsten Geheimnis. Ah, hier ist der Buhu. Es spukt ein Biber-Putzemann in diesem Haus herum. Fidibum. Okay, und zwar war dieser Krug hier, diese Vase nicht hier, Krug ist es ja keiner, die Vase. Aber jetzt, keine Angst, Toad, mit diesem Buhu mache ich kurzen Prozess. Ich war mir schon eigentlich komplett siegessicher, nachdem ich, yeah, der geht richtig ab. Der geht richtig ab. Und renn mit dir. Jawohl, komm mit, Toad. Jetzt will ich euch nur kurz was zeigen. Ich war mir schon komplett siegessicher. Eigentlich schon fast eine hundertprozentige Chance. Hier, diese Säule fehlt. Dieses Stück Säule. Aber da ist gar nichts. Leider. Tja, also musste ich weitersuchen. Zum Glück war er drinnen. Habe ich schon eine Zeit lang gesucht. Da doch relativ am Ende des Levels ist. Gut, ich werde mich mit den drei Damen hier noch beschäftigen. Und wir sehen uns dann gleich wieder beim nächsten Secret. Wir haben Operation Ector freigeschaltet. Die Bonusmission bei den Efeu-Türmen. Und da machen wir uns jetzt auf. Okay, das kennen wir schon alles. Hey, überspringen. Oder hatten wir das zweite noch? Ja, dürften wir alles erkannt haben, ja. Gut, Juwelen habe ich leider jetzt nicht alle gefunden. Da ich die jetzt extra spielen müsste, die letzten Levels. Ich habe jetzt bei B3 jetzt nicht mehr ein Juwel gefunden nach dem... Buhu, aber das heißt nicht, dass da keiner war. Mal sehen. Operation Ector beunruhigend. Ich empfange deutliche paranormale Signale aus den Efeu-Türmen. Luigi, du bist im Zug. Vorteil ist natürlich, dass ich jetzt die Buhs schon habe. Jetzt kann ich mir dort die Edelsteine schnappen. Gut. Luigi, wir haben ein Problem. Oder Schlamassel, wie der Akademiker wohl sagen würde. Weißt du noch, als sich in der Gruselvilla ungebetene Gäste bereit gemacht haben? Breit gemacht, bereit, ist ja auch egal. Nein, nein, nicht die Spinnen, kein Grund loszuschlottern. Ich meine die Geister von... Oh yeah, die von wer weiß woher in die Villa eingezogen waren. Aber jetzt sind die paranormalen Signale um einige stärker. Hoffentlich sind es Geister. Vorsicht, ist es besser als Nachsicht. Wir sollten die Geisterei lieber frühzeitig eindämmen. Ich wache wie immer von hier aus über dich. Viel Erfolg! Oh yeah, ich hoffe, das sind jetzt... Nein, das waren doch letztes Mal... Doch, ich bin ein Idiot. Das waren doch letztes Mal auch schon Geister. Das waren keine Spinnen. Oh, ich bin schon so ganz verdreht gewesen von diesem Putzmann da. Ich glaube, das war der Level mit den ganzen Spinnen. Tja. Lang, lang ist's her. Gut. Außenwall. Wo müssen wir hin? Na dann, Luigi, schau auf die Karte. Dann weißt du, wohin es geht. Okay, Karte hier. Hier entlang. Es ist noch im Erdgeschoss, oder? Wir werden es schon sehen. Hier entlang. Einfach go, go, go. So, hier sind wir schon mal richtig. Oh, oh, so ein Typ. Komm schon, komm schon.
Ah, oh, verdammt, ich glaube, ich habe ihn jetzt nicht mal erwischt, oder? Na, super! Na, das fängt ja schon mal großartig an. Hoch, Luigi. Keine Zeit zum Trödeln hier. Bereiten wir dem Typen ein Ende. Der hat sie doch nicht mehr alle. Weg mit dir. Gut. Wo jetzt hin? Auf E3 hoch. Boah. Wo ist es schneller? Hier? Oder soll ich links rein? Ich nehme mal diesen Weg hier. Ah, ich glaube, ich muss hier entlang. Ich weiß es doch nicht mehr. Nein, das war falsch. Das ist eindeutig falsch, hier entlang. Das dauert schon lange. Aber ich denke mal, dass ich über den Efeu-Turm da hochkomme. Also, gib mal Gas, Luigi. Na, hier ist nix. Na, egal. So, hier hoch. Jetzt könnte ich eigentlich schon aufpassen, ob ich hier nicht irgendwo so einen Klunker finde. E3, ich muss nochmal hoch. Hier war definitiv keiner, oder? Nein, normalerweise nicht. Ich werde einfach mal hier weiterschauen. War hier einer? Ich meine, es schaut mir verdächtig aus. Wo ist denn das Teil? Ah, hier drüben, okay. Ja, ich gehe einfach mal hier rüber. Nach den Klunkern kann ich später auch noch suchen, oder? Besser, ich mache die Mission hier jetzt mal. Dann kann ich immerhin offscreen nach den Klunkern suchen, sonst müsst ihr mir ziemlich lange zuschauen. Das wäre doch auch zu viel. Kann ich es wieder nicht hochladen. Also, hier sind wir. Boah, der hat doch nicht nur eine Sonnenbrille auf. Hey, hier geblieben. Jawohl. Ist noch ein zweiter hier irgendwo? Ah, dürfte schon der letzte sein, oder? Ja. Höchstwahrscheinlich. Jawohl. Oh yeah. Gut, dann hier entlang. Oh, einer mit einer Schaufel. So einer, okay. Oh, nein. Ach, den dritten habe ich... Nein, nein, nein. Nein. Wie unfair. Armer Luigi. So. Na super, das war gar nichts. Nein. Der mit der Schaufel. Jetzt. Komm schon, drei. Nein. Na super. Ah, diesmal geht alles schief bei dieser Bonusmission, aber egal, der hat schon wieder die Schaufel. Weg mit dir. Ah, gerade nicht. Ich wollte drücken. Hat nicht geklappt. Wohin jetzt? Professor, sag an, schnell, schnell. Fragezeichen? Wo ist denn das? Okay, auf der Karte haben wir eine Fragezeichen-Ebene. Da war ich noch gar nie. Die ist noch höher. Wie komme ich denn da bitte hin? Ach so, da ist sowieso nichts. Das dürfte beim Endboss gewesen sein. Jetzt muss ich wieder runter ins Erzgeschoss. Na super. Zuerst locken sie mich hoch. Jetzt kann ich wieder runterflitzen. Da war ich doch gerade vorhin. Die Musik wird auch immer schneller. Tja, schöne Musik. Daran gibt es nichts auszusetzen. Doch in dieser Eile finde ich garantiert keine Klunker. Also runter mit dir. Ist hier nicht eine Falltür gewesen? Nein, schaut nicht danach aus. Die Wand schaut mir die aus, ist aber nichts hier. Kann ich hier gleich direkt runter? Nein, schaut nicht gut aus. Ah, ich kann hier nicht vorbei. Steht diese Vase im Weg? Dann eben hier entlang, Luigi. So, hier runter. Ui, was für eine Rutschbahn. Und hier wieder raus. Mensch, das dauert ewig. Gibt's hier keine Abkürzung?
Jo, hier rein. Eindeutig. Drei Räume. Oh yeah. Ja genau, der mit der Schaufel gleich direkt. Oh, super. Nein, Luigi, ich kann mich nicht bewegen. Habe ich alle drei? Nein, ich habe nur die zwei. Ach ja, ging nicht anders. Vor mit dir. Hier lästig wird noch. Na komm, weg mit dir. Gut, nächster Raum. Nein, zwei mit einer Schaufel. Ah, ich war zu langsam. Ah, super, dann renne ich in die Schaufel rein. Hier geht doch wirklich alles schief. Nein! Luigi! Vielleicht sterbe ich noch hier. Ah, super. Ah, weg mit der Schaufel. So, du, jetzt greif an. Jetzt habe ich euch beide. Oh ja. Yeah. So, die nächsten zwei wollen auch gleich eins drüber gezogen. Oh, nein! Gerade nicht auf Stufe 3. Nein, 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 nein. Es läuft alles schief. Oh, ich kann nichts machen. Schon wieder dieser Fettsack hier. Ja, gerade noch. Das war richtig knapp. Gut, das war's anscheinend. 6 Minuten 57. Sache ist erledigt. Das war der letzte Luigi. Hoffentlich war das schnell genug, damit wir fürs Erste unsere Ruhe haben. Dann fertig zum Abflug. Ein Stern? Oder doch zwei vielleicht? Wir werden's rausfinden. Das war eine Katastrophe. Zwei Sterne, gut. 94 Herzen verloren, um Gottes Willen. Okay, ich werde dann mal Juwelen sammeln gehen. Einfach mal suchen. Na, hoffentlich finde ich ein paar. So, ich habe zwei der wertvollen Klunker gleich gefunden. In diesem Level hier. Einerseits auf dieser Brücke, wo die mich unbedingt beißen wollen. Lasse ich aber nicht zu. Nein! Uah. Na gut, lasse ich doch fast zu, armer Luigi. Aber alles nochmal gut gegangen. So, hier, der letzte. Und der hat was ganz Wertvolles. Nämlich ein Juwel. Schaut aus wie ein Smaragd. Yeah. Ist vielleicht auch einer. Tja. Gut, und? Das Geile ist nämlich, ich bin so froh, dass ich selber drauf gekommen bin. Hat mich schon einiges an Zeit gekostet. 20 Minuten, ja, will ich schon gerätselt haben. Für dieses eine Juwel hier. Das, was ich jetzt gefunden habe, das war relativ schnell. Da habe ich nicht lange gesucht, das habe ich gleich auf Anhieb gefunden. Oh, hier muss ich die Geister noch besiegen. Oh. Hm. Dieser Box, glaube ich, sind sie drin, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest war es vorher so. Oh, Luigi hat sich geschreckt. Nein, der ist nicht drin. Dann ist das jedes Mal anders. Schauen wir nach. Ah, in der blauen Box, okay. Voriges Mal war er in der violetten. Ich drehe mich um. Ah, er schreckt sich trotzdem, obwohl er wegschaut. Na super. Ah, Luigi. So, mal sehen. Oh! Im Zweierpack. Da kann ich eine Zweier-Ruckleiste vollbringen. Drei-Ruckleiste funktioniert da nicht. Lach mich nicht aus! So. Jawohl. Und wenn ihr auf der Karte es seht, dann seht ihr hier. Genau hier habe ich ja das Juwel gefunden, wo man eine Kiste öffnen kann, die unsichtbar ist mit dem Spektralblitz, mit der Düsterlampe kann man die Kiste zum Vorschein bringen. Und jetzt das Geile ist nämlich, ich habe damals schon vermutet, dass hier irgendwo ein Juwel ist. Ich meine, hier ist ja nichts. Das bringt nur eine Menge Kohle, wenn man das jetzt runterzieht. Gar nicht, okay. Ah, dann habe ich das noch gar nicht gezeigt. Das ist nämlich auch geil. Man muss hier die Vorhänge komplett runtersaugen und dann hier den Schal. Und ich meine, normalerweise die Vorhänge hat man schon alle runtergezogen, aber den Schal eben nicht. Und erst wenn man alles runtergezogen hat, dann bekommt man... Ach, lasst euch überraschen. So, der letzte. Und man bekommt eine Menge Geld. Eine Gelddusche. Cooles Erlebnis.
So, alles einsammeln. Gut, und jetzt, für dieses Juwel habe ich so lange gerätselt, habe überall geschaut und nix. Hier bringt auch nur irgendwas und man sieht hier jetzt ganz leicht von der Puppe, der Kopf ist leicht rausgeschraubt. Man sieht's hier, deswegen hat sie mir nicht mehr nachgesehen. Wenn er schon ganz drinnen ist, kann sie mir nicht mehr nachschauen. Ja, oder? Nein, geht nicht mehr. Deswegen ganz rausschrauben. Mal langsamer bewegen. So. Tja, da bin ich auf Zufall drauf gekommen. Ich dachte nämlich zuerst, es hat was mit den Boxen zu tun. So, hier ist das Juwel. Hier steht nämlich A, dann B, dann C. Und habe hier die ganze Zeit durchprobiert. Und irgendwann habe ich dann gesehen, der Kopf ist rausgeschraubt. Echt eine super Sache. Gut, aber jetzt auf zum letzten Juwel. Irgendwann werde ich es schon finden. Ich glaub's nicht. Hier ist das Juwel versteckt. Oh Mann. Mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet. Wow. Aber tatsächlich gefunden ist gefunden. Ich dachte schon, es ist im nächsten Level mit dem Hund irgendwo zu finden. Dort irgendwo versteckt. Aber oh nein, jetzt ist das Dingteil tot. Ich wollte gerade sagen, wenn da nicht noch eins kommt, dann bin ich im Arsch. Na gut. Also, das war's mit den Efeu-Themen. Wir haben's gepackt, wir haben alles auf 3 Sterne, wir haben alle Buhus, wir haben alle Juwelen, wir sind komplett fertig. Yeah! Gut, dann auf zum nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Luigi's Mansion 2.